Hallo liebe Zuschauer, bevor die nächste Folge gleich startet, noch eine kurze Info für euch. Wir haben gerade Internetprobleme und können deshalb jetzt zurzeit nicht so geil zusammen spielen, wie wir es eigentlich wollen oder müssen, um die Let's Plays zu machen. Ist aber kein Problem, Wollen kommt morgen vorbei, morgen ist Sonntag und dann machen wir hier ein bisschen zusammen was. Und wir schauen natürlich, dass das so schnell wie möglich behoben wird. Aber es ist halt wohl ein Hardwarefehler. Und da müssen wir mal schauen. Läuft aber alles, keine Sorge. Und hier dennoch für euch DayZ Folge 30. Die haben wir nämlich noch in unserem Puffer-Puffer-Dingens. Viel Spaß damit. Hi, herzlich willkommen. Das hier ist die nächste Folge. Wow, gerade eben sind zwei, drei Zombies gespawnt, direkt vor diesem Hochsitz. Killer, bist du oben? Ich bin neben dir rechts. Ah, Ich habe da. hab eben noch ein bisschen ballern müssen. Okay. Jetzt, näher, die laufen gerade hier weg vom Wald. Okay, perfekt. Typischerweise, die kommen irgendwie nicht so gerne in den Wald. Wo man denken könnte, im Wald schön dunkel. Aber nein, diese Zombies, die Days-Zombies mögen anscheinend das Helle. Keine Häuser, wo es dunkel ist. Ich bleibe mal unten, dass wir uns nicht die Beine brechen. Sieht scheiße aus. Lee-Enfield-Munition und so Leuchtstäbchen und kaputte Becher, Dosen. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Wie kommt man an Fressen, wenn man wenig. Beziehungsweise, wie kommt man an Blut? Krankenhaus ist zu riskant. Wir müssen durch die Stadt laufen. Ein Hit, ich bin weg. Das heißt, wir müssen einfach im Wald jagen. Sollen wir jetzt tiefer in den Wald laufen oder was schlägst du vor? Also ich würde sagen, wir laufen am Waldrand jetzt rüber zur nächsten Stadt. Und zwar in die Richtung hier. Weil dann sehen wir dann auch die Viecher auf den Feldern. Weil im Wald direkt, ich weiß nicht, ob da gibt es vielleicht Hirsche oder sowas, wenn es hochkommt. Aber außen, wir haben doch jetzt schon so oft, wir haben schon Schwein gesehen, wir haben Kühe gesehen, Schafe, Ziegen. Wir hatten sogar mal zwei Ziegen und waren aber zu faul und haben nur eine geschlachtet, weißt du noch? Ja. Und wirklich jetzt, wo es drauf ankommt, viel Fleisch zu haben. Finden wir nichts. Kommst du? Ja, hier. Willst du in die andere Richtung laufen? Ja, also ja, nach Norden halt. Wo bist denn du jetzt lang gelaufen? Ich dachte, du folgst mir. Ich komme nochmal zum Jägerstand. Ah, da bist du. Hier drüben lang, hier drüben lang. Siehst du mich? Ja. Also nach Norden halt, sonst würden wir jetzt zurücklaufen. Ja klar, ich habe ja diese Norden-Mission jetzt erstmal ein bisschen so ausgeblendet, dass ich wieder, weil ich sehe mich im Moment kurz vorm Sterben eigentlich. Ja, wir Weil können hier mit gleich einem Hit bin ich rechts. weg und deswegen ist jetzt Mission Number One Essen, Es Fressen, kommen Fleisch. gleich fette Felder. Wenn wir hier ein Stück durch den Wald gehen, dann rechts. Hier sieht man schon Ländereien vor uns. Da wollte ich hin. Immer schon umschauen. Wir müssen Tires finden. Wir müssen Radkappen finden. Ich finde das ist ein Spiel, sorry, dass ich dir wieder ins Kein Wort Problem. falle. Kein Ich finde das ein Problem. Spiel, Sprich weiter. wo der Wald am realistischsten aussieht. Zum Beispiel in WoW oder so gibt es ja auch so ein Land, wo Wälder von Terokar und so ein Kram. Ja. Aber es sieht nicht aus wie ein Wald. Es sind einfach so, die Abstände sind so groß und so. Und das sieht aber richtig realistisch aus, ne? Wenn du jetzt mal so rückwärts guckst und rein siehst, exakt Ja. so sieht so ein Wald aus. So, am Anfang ein bisschen nicht so dicht, ne? Ein bisschen größere Abstände. Und je weiter, dass du reingehst, desto dichter wird so ein Gestrüpp und Äste auf dem Boden und so. Das sieht richtig geil aus. Auf jeden Fall. Ist schön gemacht, auf jeden Fall. Ich denke mal, dass daran ist auch viel Wert drauf gelegt, gerade weil man wahrscheinlich auch auf dem Wald rumtanzt, um Essen zu finden und so weiter und so fort. Hier muss es doch irgendwelche verkackten Viecher geben. Ich check gleich mal die Map, wo wir genau sind. Ich schau mich. Ah, ist da vorne was? Nee. Also hier vorne ist halt ein fettes. Ach, Moment, ich check erstmal kurz die Map. Also wir sind jetzt ungefähr hier. Wo kommt denn die Straße von rechts? Die da vorne. Entweder sind wir jetzt. Nee, das ist ja weiter hinten. Also ich sag, wir sind ungefähr hier. Schwein.
Ja. Soll ich es abknallen oder hast du es im Blick? Ich hab's im Blick, hoffentlich ist Oh es. mein Gott, nice. Ich guck auch drauf. Ich filme. Das Schwein kann jetzt nicht verschwinden. Du musst rennen am besten und schlagst dann tot. Hoffentlich Im beißt es Ernstfall mich schieße nicht. ich. Boah, das beißt Eine nicht, du bist tot. Sau. Yes. 80 Folgen Fressen suchen. Jetzt kommt endlich mal eine Wildsau. Guck mal, wie versteckt die ist, die Drecksau. Guck mal, die unterscheidet sich Ich sehe kaum es von von hier dem. kaum. Schlag sie tot, schlag sie tot. Ja! Was? Gut? Ja! Gut Animal. Gut, ja. Ja, Du musst gut. die. Oder ist es ein Hast du Bär? ein Was ist denn Messer? das? Ich hab's eigentlich Gatte. aufgehoben. Ja, du musst dich aufheben, du musst auf Gut Animal, dann schneidet er das auf. Und dann hast du Fleisch. Boar has been gutted. Four meat steaks now on the car. Was? Car case. In der Auto-Handschuhfach sind jetzt vier Stück Fleisch. Das ist doch aber schön. Jetzt mal gucken wir kurz dein Inventar. Hunting knife, bla bla bla. Where is my flesh? Mein Fleisch. Ah, bestimmt im Bag, so wie immer. Es muss im Back sein. What? Ich habe gerade irgendwas gelesen, warte. Ah, take raw meat. Gehe. Nein! Gehe. Hast du es jetzt? Hier ist es. Hier liegt auf dem Boden. Ich hab's gerade auch getaggt. Schwein verschwindet. Ja, kannst du es taken, das Raw Meat, weil ich habe nicht genug Platz, um es zu nehmen. Study Buddy? Was? I don't want to study the buddy. Ich gucke jetzt Guck mal, kurz, ob ich ich es jetzt denn. hab. Ich habe eins. Ich. Ja, Schwein. du musst mehr taken. Ich schmeiß kurz meinen Kram weg, dann nimmst du kurz meinen Kram, okay? Weil den sieht man garantiert. Painkillers und sowas. Oder habe ich hier noch was? Open Bag. Ich Scheiße, habe weg. Angst, dass es jetzt weg ist, weil das Schwein gerade verschwunden ist. Aber ich kann es immer noch aufheben. Ach, guck mal hier. Okay, ich habe alles. Okay, ich habe Was mit alles. dem Wir machen direkt Rucksack Feuer an. Oder? Feuer? an? Ja. Ich mache direkt Feuer und dann grillen wir den Scheiß. Brauchst du Holz? Nee, nee, ich hab alles. Okay. Aber du hättest noch Holz, oder? Ich hätte auch noch Holz, ja. Perfekt. Aber du hast ja auch eine Axt dabei. Eigentlich ist ja egal. Okay, warte, ich muss kurz rausgehen, sonst hocke ich. Na, jetzt lit fire. Und jetzt kannst du da drauf und dann cook meat. Oh, wir sind Köche. So, dann fresse ich jetzt direkt hier mal mein gegucktes Meat. Würde ich auch ein bisschen Blut bekommen, wenn ich es roh esse, oder kann man es roh gar nicht essen? Wo kann man es leider nicht essen? So, knapp 5K. Ich kann dir noch was geben, warte, ich muss selbst kurz was essen. Mein Fleisch blutet. Mein Ding. Ach, mein Fleisch blutet. Gut, genau, schau du dich um, weil jetzt könnte uns jemand sehen. Ich gebe dir jetzt nochmal drei, okay? Und eins heben wir uns auf. Okay. Gleichen sogar schon zwei. Wir schauen mal, wie viel Blut ich habe. Pass auf, ich weiß nicht, ich hoffe, du hast noch genug Platz bei dir drin. Ja, im Rucksack ist noch Platz. Ich hab dir drei rüber geschickt. Ich fresse die jetzt direkt mal. Hau rein. Wie der ist, der ist einfach den Boden. So. Man hört es richtig, wie er ist. 7300. Nach allen dreien? Ja. Perfekt. Sollen wir das andere jetzt aufheben, wie ich gesagt habe? Ja, ich trinke jetzt mal meine Wasserflasche, hier meine Bottle, weil ich bin rot. Empty. Achso, du hast ja vorher nicht getrunken, ne? Ich habe vorher nicht getrunken, weil es noch nicht ganz rot war und jetzt war es aber rot. Okay, ich bin Okay. satt, hab keinen Durst und mein Bluttropfen ist nicht mehr knallrot, sondern ist schon grün mit dabei. Also es läuft. Wir können jetzt schon ein bisschen waghalsiger sein. Wir könnten noch zumindest noch ein Tier suchen, dass wir uns beide vollfuttern können. Eine Kuh wäre geil. Ja, und dann noch ein bisschen Reserve, weißt du, für Notfälle. Ja, ich schau grad mal. Wir sind am Wald. Das ist dieses kleine Waldstück. Ja, das ist es. Also wir sind ungefähr hier wahrscheinlich gerade. Hier auf der Map steht überall hier, hier, hier. Obwohl die Notes ja eh nicht bleiben. Leider, leider.
Obwohl wir auf dem gleichen Server sind wie letztes Mal. Ich raff das nicht. Ja, das ist komisch. Also die Nodes ist schade, weil sonst bringen die ja gar nichts. Man müsste ja durchgängig spielen, dass man Nutzen von diesen Nodes hat. Normalerweise in dem Moment, wo du sie setzt, läufst du ja schon in die Richtung und weißt automatisch, das ist blöd. Die müssen einfach Guck mal ganz bleiben. kurz, hier links, siehst du mich hier links? Hier? Ja. Ich würde gerne nochmal hier entlang gehen, hier also am Rand. Vielleicht ist hier auch irgendwo ein Tier versteckt. Also wir haben jetzt gemerkt, es ist gut hier zu jagen am Rand. Da ist ein Haas, da ist ein Haas, da ist ein Haas. Alter, ist der schnell. Ich dachte, Alter, ist der fett. So ein riesiger Hast du mich gesehen oder wie? Feldhase. Ich habe da nicht gesehen, in welche Richtung rennt er. Ich sehe ihn auch nicht mehr, ich habe nicht geguckt. Nein, hoppel da. Go, Power Ranger! Alter, der rennt schneller wie ich. Ich Ja, komme jetzt halt, hinterher. renn lieber nicht hinterher, da vorne ist eine Stadt. Noch ein Stückchen. Dann kriegst du noch auf die Eier. I need the heiß. Ich gehe in die. Na egal, also Hasen ist schon mal schwierig. Warum bin ich eigentlich die ganze Zeit geduckt? Ich stelle mich mal hin. So, siehst du mich? Ja, ne? Ja. Gehen wir mal hier Ich gehe die dann Muschel schon. hoch. Genau, hier muss irgendwas sein, hier muss noch was sein. Aber das ist schon mal schön jetzt. Schön zu wissen, dass du auch. Also ich glaube, wenn man unter 6000 ist, kann man leicht Da gehittet ist wieder ein werden, Hase. aber. Go, go, Wo? go, 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 go. Ja, Ich. komm in meine Richtung, du Mistvieh. Du bist jetzt da links hochgelaufen, oder wie? Ich renne gerade den Hubbel wieder zurück. Ich habe ihn, glaube ich, einmal erwischt. Oder Seh knapp dich. dran vorbei. Boah, ist der schnell. Nee, das war's. Der ist schon fast an der Straße und der rennt circa doppelt so schnell wie ich. Der ist Das vorhin ist eine Schweinerei. asinah an mir vorbeigelaufen und ich habe versucht, mit der Axt zweimal zu hitten, aber es ging leider beides mal daneben. Der fährt auf Scheiße. einem Moped. Ich weiß es gerade nicht genau. Wahrscheinlich sind wir hier hinten irgendwo. Ich muss dann später den Weg nochmal neu peilen. Ich wundere mich gerade, wo die Straße jetzt geblieben ist. Die war. Ach, da unten ist sie. Ach, da unten ist sie. Was ist denn? Wir sind dann hier irgendwo. Ja, schon sogar schon am Ende. Ich habe Ja. das Gefühl, wir sind hier gar nicht so schlecht. Hier die Glaube ich auch. Felder, die Also. sehen tierreich aus. Also für Days-Verhältnisse. Guck mal, ich sehe. Ist es da hinten ein Hase? Siehst du das? Weil ich schieße jetzt dann gleich. Ja, das ist ein Hase. Ich hätte schießen sollen. Nicht der jetzt rennt. Halt. Das bin ich. Ich schieße. Nee, 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 nee. Alter, aber so. Wenn du jetzt mein Fadenkreuz sehen würdest, man kann gar nicht auf den Hasen schießen. Warte mal, vielleicht mit dem Zoom. Ich renne mal in die Richtung. Ach, ich brauche Painkillers. Hier geht jetzt Sie übrigens der siehst Sound, der du? ist mir gerade aufgefallen. Ne, ich sehe noch nicht. Ich gucke mich jetzt mal um, ob ich den irgendwo hoppeln sehe. Ich hätte keine Painkillers gebraucht, dann habe ich genommen, mich Depp. Der hockt, warte, direkt vor dir. Siehst du ihn rechts? Rennt da weg nach rechts. Scheiße, ich sehe ihn nicht, warte. Ja, aber den kriegt man sicher auch nicht. Wenn die erstmal anfangen zu rennen, hat man verschissen. Selbst Schweine sind schon ziemlich schnell, wenn sie rennen. Das Schwein hat sich vorhin schön brav erlegen lassen. So viel Glück hat man wahrscheinlich nicht immer. Ja. Aber immerhin, das war jetzt schon mal das Die Hauptziel Hauptmission. hier, ne? Also Jetzt. ich bin jetzt nicht Ja. mehr, mein Leben ist jetzt nicht mehr gefährdet, sag ich mal. Aber Jetzt es ist ja können wir schön trotzdem schön, weiter dass. nach Norden laufen. Genau. Ich meine, wenn wir jetzt nichts finden, dann laufen wir einfach weiter und hoffen, dass wir unterwegs was finden. Aber es wäre jetzt schon geil, wenn wir jetzt nochmal so einen schönen Puffer hätten mit Essen. Auf jeden Fall wäre ultra geil. Und das Schwein war vorhin so gut wie unsichtbar mit der hellen Haut in Ich hab's diesem von weiter Stroh. weg. Von weiter weg ging's, aber als wir dann etwas näher gekommen sind, habe ich dann. Das sieht man auf in der Aufnahme, ja. Ich hab's fast gar nicht mehr gesehen, weil das so hinter diesem Stroh war, wie du sagst. Das sieht so irgendwie so tier. Das sieht sehr tierreich aus hier. Ja. Da ist doch so eine Steinmauer. Siehst du die da vorne? Ja, da ist Ich hab mir was. die da hinten dran, ist irgendwas. Die ist bestimmt von Tieren erbaut, da muss was sein. Ja, die verstecken sich hinter der Steinmauer, die Schweine. Und die Hasen. Ganz viele Hasen hinter so einer Steinmauer verstecken sich vor uns. Wir wurden entdeckt, oh nein! Dann hoppeln alle davon mit ihrem Ultra-Speed-Gang. Direkt weg. Weißt du noch, wir wollten doch auf diese Spitze. Ach nee, wir waren ja bei der Spitze mit den Zäunen. Die Grafikfehlerspitze war das ja. I can't see anything. Vielleicht müssen wir Wir auch mal können kurz Zinken immer sehen. stehen bleiben und ein bisschen mit dem Zoom in.
Sonst rennen wir eventuell auch in Sachen vorbei. Aber nichts. Nichts zu sehen. Schade, 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 Spider-Schade. Da, na, na. Ich habe einen Spider-Schaden. Ein Hase genau neben mir. Ich bin genauso schnell wie er. Aber er hält nicht an. Ich, nee, jetzt ist er weg. Where are you, man? Ich bin hochgerannt. Okay, ist da eine Straße? Nein. Also doch, ja. Da ist eine Straße, aber hier. Ein gutes Stück. Siehst du mich ja, ne? Ja, ich sehe dich. Ein gutes Stück geradeaus ist eine Straße. Achso, die da. Hast du die gesehen, oder wie? Nee, dann hätten wir uns besser finden können. Wenn dann. Achso, ja, hier ist eine Straße, genau. Einfach bergauf. Wo sind wir jetzt hingerannt? Okay, warte, jetzt habe ich gerade. Ist der, wir sind doch jetzt nicht hier hingerannt. Was ist denn das da vorne für ein Gebäude? Siehst du das da, dieses hohe mit dem Ding oben drauf? Warte. Nee. Kann man nicht übersehen, wenn man hier hinschaut. Da vorne ist da so ein ganz, ganz hohes Gebäude mit so einer Kugel oben drauf. Ah ja, ist das nicht dieser Turm, wo wir die Grafikfelder hatten, wenn wir uns dem nähern? Der war in einem Wald und nicht bei einer Stadt. Guck mal, das ist eine ganze Stadt. Wollen wir da mal? Ich blick gerade nicht, wo wir sind. Ich sehe gerade, hier vorne ist die Straße. Nee, das ist kein Weg. Ich weiß gerade echt nicht genau, wo wir sind. Wir können nicht hier oben schon sein. Ich glaube, wir sind hier. Ich habe das ja vorhin falsch eingezeichnet, aber sind wir hier lang gelaufen? Wir müssen mal zu der Stadt laufen, damit ich wieder weiß, wo wir sind. Ja. Ja, ich würde dir sagen, wir gucken uns mal die Stadt an, weil die ziemlich fett ist. Meinst du die mit dem Türmchen oder hier das kleine Häusel da? Das links da ist ja nur ein Haus. Ich glaube, das bringt uns nicht viel. Nee. Genau, direkt zur Stadt. Aber lass über das Feld laufen, hier rechts neben uns. Vielleicht gibt es da was Tolles zu holen noch. Ich will noch ein Tierchen haben. Mindestens noch ein Superschwein. Das ist wirklich ein fettes Biest. Was ist das? Nur eine riesen Lagerhalle nebendran, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. So. Rechts. Ja, rechts stimmt. Rechts von dem Turm ist so eine riesengroße Lagerhalle. Hey, das ist wieder so eine Halle wie diese rote Halle. Das ist so eine rote Halle. Sollen wir einfach direkt jetzt drauf zurennen und reingehen? Da kann man sich ja gut vor Zombies verstecken. Ja. Und da drin können wir dann auch auslocken. Da müssen wir noch nicht mehr gegen die kämpfen, weil wir dann eh eigentlich fertig sind mit der Aufnahme. Oder? Was meinen Sie? Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht, ich denke mal, da findet sich mit Sicherheit eine Weapon für mich. Ja. Schalalalala. Wie funktioniert denn das eigentlich mit den Autos? Könnte man hier auch über Felder fahren? Ja. Geil. Hast du noch keine Videos angeschaut bei YouTube? Nee. Im Moment mache ich mein PC fast nur an für hier Folgen machen. Ja. Da hinten ist eine Kirche. Da links. Ah, warte mal, vielleicht kann ich dann schauen, wo wir sind. Oder ist in jedem Ding eine Kirche? Das hier könnte es sein. Ja, ich weiß, wo. Wir waren. Ach, das ist doch komplett nur ein Feld. Ja, tatsächlich, wir sind da runter auf den Feldweg gelaufen. Wir sind echt Jockel. Okay, ich weiß, wo wir sind. Glaube ich. Oder vielleicht doch nicht. Das muss es sein. Das muss es sein. Wenn du gleich ein Schild siehst, guck mal kurz, ob die Stadt Stary Sobor heißt. Ich kann nichts versprechen, es kann sein, dass ich in die Lagerhalle rennen muss. Ja, weil ich habe nämlich dieses Gebilde mit der Kugel oben drauf, die ist da wohl abgebildet, die Kirche links davon ist abgebildet und rechts nebendran, neben dem runden Ding, ist eine Lagerhalle, das muss die Stadt sein. Und ich denke, in der Nähe gibt es nichts, was dem gleicht, oder? Da muss das ja schon fast sicher. Ja, das Stadt. Muss es. Die Wege passen auch ungefähr, aber auch irgendwie nicht so ganz. Der eine Weg führt da nicht. Egal. Sollen wir in die Lagerhalle jetzt einfach drauf los? Ja, wir rennen in die Lagerhalle rein. Und später gucken wir dann danach. Das ist irgendwas Cooles. Drei Zombies, wie sie dir vor dir einfach aufploppen. Hoffentlich sind die Eingänge nicht zu oder sowas. Scheiße, da sehe ich schon mal Zaun. Vor der Lagerhalle. Scheiße, ich kann ja nicht rennen, Berko. Müssen wir drauf achten. Oh, bei mir hängst du hier einfach auf der Stelle. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht wegen Black. Ich laufe gerade wieder zurück. Alter, du bist ja ewig weit schon. Warst du schon bei der Lagerhalle oder was? Nee, ich laufe gerade ein bisschen zurück.
Scheiße, hast du sie aufgescheucht? Na ja, ich habe ein paar aufgescheucht, warum? Ah, Ich okay. renne gerade voll, ich renn grad volle Pulle durch. Also ich meine, ich habe keine aufgescheucht mit einem Schuss Ja. oder so. Ich renne einfach nur. Da kommen 4 bis 5 sind hinter dir her. Ich sehe den Zaun. Gerade jemand einer geschrien. So, ich komme jetzt hinterher. Dadurch, dass Hier ist eine jetzt in Öffnung im einem Zaun. Bereich, dadurch, dass die vorhin in einem gewissen Bereich alle gefolgt sind, ist hier jetzt frei. Das nutze ich jetzt mal, um die hinterher zu rennen. So, dann sehe ich diese Stadt hier auch zum ersten Mal. Ich hoffe, ich finde diese Öffnung jetzt auch gleich. Ich habe eine Axt, habe ich gefunden, in so einem kleinen Häusl. Ich bin jetzt in der Lagerhalle drin. Ich glaube, du Wo kannst am Zaun war auch die einfach. Öffnung? War die links oder rechts, wenn du die Straße überquerst? Eher rechts. Warte, ich stelle mich hin. Ich renne mal hin. Ah, ich sehe es, glaube ich. Da, Ja. ja, hinter dem roten. Genau hier. Und dann komm schnell. Da sind aber auch schon ein paar drin in der Lagerhalle jetzt, weil ich ja schon ein paar reingelockt habe. Ah, die sind schon wieder. Schon wieder im Raslaven. Die Tüten-Tüten. Die Suppehühner. Okay, safe. Hier ist einfach nichts in der Lagerhalle. Dann mal die Treppe hoch. Schauen, ob es oben was gibt. Das ist schon mal sehr traurig, dass hier unten nichts zu holen ist. Naja. Wenn du oben bist, komme ich dir nach. Oben ist wahrscheinlich auch nichts, oder? Verdammte Scheiße. Sieht so aus, als ob hier echt gar nichts mehr. Egal, Shelter. Oben hinter Shelter. uns kommen wohl gleich welche hoch. Ich glaube, wir locken dann einfach aus. Ich habe bestimmt gleich wieder den Bug, wenn ich hier rüberlaufe. Gleich verschwindet bei mir die ganze Burg hier. Achtung, 3, 2, 1 und sie ist noch da. Okay. Die kommen da jetzt schon zu dritt hoch. Sollen wir hier beenden oder sollen wir hier beenden? Ja, ich würde sagen, wir beenden hier und was machen wir in der nächsten Folge? Erkunden wir mal ein bisschen die Stadt. Genau, Und die ist ja schön Waffen. groß. Hier in Vor der allem Scheune, da dieses vorne, Ding. diese Scheune, da haben wir doch immer bisher Waffen gefunden. Ja. Würde schon sagen, dass wir da mal reinschauen. Okay, dann würde ich Okay. sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.